Sportlich läuft bei Schalke 04 in dieser Saison wieder vieles in die richtige Richtung. Doch vor dem Spiel gegen Hertha BSC gerät eben das Sportliche mal wieder in den Hintergrund. Die Diskussion um die Zukunft von Sportverstand Horst Held kommt mehr als ungelegen. Angeblich soll der 45-Jährige im Sommer durch den Mainzer Manager Christian Heidel ersetzt werden. Sicherlich, das habe ich auch schon öfters gesagt, wird es irgendwann mal einen Zeitpunkt der Entscheidung geben. Der ist aber heute nicht da. Es interessiert mich auch heute nicht. Wir fokussieren uns einzig und allein auf den nächsten Block, auf das nächste Spiel. Das ist unsere Aufgabe, das haben wir zu betreuen. Und alles andere wird sich zeigen. Im Sommer läuft Helds Vertrag auf Schalke aus. Danach soll er Medienberichten zufolge einer geplanten Umstrukturierung auf Führungsebene zum Opfer fallen. Trainer André Breitenreiter allerdings stärkt Held den Rücken. Meine Aufgabe ist einfach die, dass die Mannschaft hundertprozentig funktioniert, dass wir gemeinsam den Kader jetzt zusammengestellt haben und ich als Trainer zufrieden bin mit dem, was umgesetzt wurde. Das zeigt sich auch in den Leistungen der Mannschaft und letztendlich sollten wir einfach jetzt weitermachen, so wie wir auch aufgehört haben nach dem ersten Block. Wenn wir erfolgreich sind, dann regeln sich viele Sachen auch von ganz alleine. Im Topspiel gegen selbstbewusste Berliner will Schalke seinen dritten Tabellenplatz verteidigen und so wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. Thank you.